Einen wunderschönen, meine seelenlosen Fleischstückchen. Es ist soweit. Ein kleines Fazit zu Call of Duty Black Ops 6 auf dem PC. Im Hintergrund seht ihr Gameplay von Twitch. Da könnt ihr mich auch sehr gerne mal besuchen. Da heiße ich auch Herr Seelenlos. Würde mich sehr freuen, wenn ihr die Action mal miterleben wollt. Wir spielen auch andere Spiele wie Delta Force, Horror Games, bald wieder Arma 3 RP etc. Aber nun gehen wir mal ans Eingemachte hier. Ich selber spiele COD seit 2005 und denke, dass ich mir deswegen mit den etlichen Stunden, die ich da rein investiert habe und das Geld, eine ordentliche Meinung bilden. Und jeder darf eine andere Meinung haben, das ist ja jetzt explizit meine. Was mir als erstes aufgefallen ist, sind die wirklich recht kleinen Maps, die wir testen durften bis jetzt. Das sind 3 an der Zahl, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und dafür ist das halt mit dem neuen Movement, dieses Dolphin Dive, dieses Schießen beim Fliegen, nenne ich das jetzt mal, viel, viel, viel zu klein. So, ich habe es so oft gehabt, dass ich mich verkeilt habe irgendwo, dass ich irgendwie auf der Ecke lag, dass mein Körper, also des Chars, irgendwie schräg in der Luft hing oder schräg auf dem Boden dann lag. Und das ist mir als erstes sehr, sehr negativ aufgefallen. Der zweite Punkt, der mir sehr, sehr negativ aufgefallen ist, ist der Sound. Wir reden hier nicht von den Explosionen oder dem Waffensound. Wobei man auch sagen muss, die Killstreak-Serie mit dem Wachhund-Helikopter, meine Fresse, was ein Name, der hört sich wirklich an wie ein Kantschneider, wenn der schießt. Also auch eine volle Katastrophe. Aber am schlimmsten, und es gibt sogar einen Perk dafür, dass du kurz besser hörst, du hörst verfickt nochmal keine Steps. Oder nehmen wir es anders, sehr, sehr selten. Das heißt, das Sandwich, das was du bekommst, ist absolut vorprogrammiert. Einfach wirklich wie immer zum Kotzen, COD hat ein fucking Soundproblem. Es nervt mich sehr. Keine Sorge, ich werde auch noch zu positiven Punkten kommen, aber jetzt muss ich erstmal hier Dampf ablassen. Und der nächste Kritikpunkt, wir kennen ihn alle, ich hoffe es zumindest, SBMM, Skill-Based Matchmaking. Alter Schwede, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt so, die ersten Runden sind immer Leisure, die machen Spaß, da hast du Bock, ja, du spielst auch gegen mal schlechtere, mal bessere, so ein Mix halt, übelst geil. Und dann auf einmal kommt eine Faust um die Ecke, das SBMM greift und du trittst quasi gegen dich selber oder noch stärkere an. Das heißt, du bist jede Runde am Schwitzen und kannst nicht mal casual in einem Casual-Modus casual spielen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, du bist wirklich jedes Mal in Competitive-Modus, bist am Schwitzen, wechselst die 78 T-Shirts während des Streams gefühlt und sollst dann noch Spaß haben? Jo, wenn du dann reinscheißt 2 Runden oder 3 Runden hintereinander, danach hast du eine einfache Runde. Dann kriegst du leichtere Gegner, damit du deine Spielmotivation nicht verlierst. Das ist so eine Scheiße. Damit haben die COD wirklich komplett hops genommen, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und ich weiß nicht, ob es wirklich am Alter liegt. Ich fühle mich aber eigentlich noch relativ jung, auch was Games betrifft. Und ich bin auch sehr zufrieden mit meinen Aim, meine Kollegen übrigens auch. Aber du spielst gegen viele Controllerspieler. Jeder soll spielen, wie er möchte. Du merkst es aber wieder extrem in diesem Teil, wie sie einfach beim Aim zum Teil nicht verrutschen. Es nervt. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist einfach so als PC-Gamer. Hinzu kommt, dieses absolut bunte Skin, was auch immer das sein soll, Zeug, mit Zombies, die als Charakter rumlaufen, andere Charaktere, die leuchten, dann hast du eine Waffe, die, weiß ich nicht, lila Kugeln verschießt oder einfach so schon aussieht, als wäre die vom anderen Planeten. Also Realismus, so wie es mal angedeutet wurde, wie vor, ich glaube bei COD 2019, ist einfach auch nicht mehr vorhanden. Gar nicht mehr. Ich muss auch nochmal ganz kurz erwähnen, wie fucking schnell dieses Gameplay ist, weil ich hatte gestern einen guten Vergleich gezogen, dass es fühlt sich ungefähr so an, als würde dir jemand eine Sprachnachricht schicken, die 5 Minuten geht, du aber gar keinen Bock drauf hast, die zu hören und spielst sie auf zweifacher Geschwindigkeit. Ich habe Muskelkater im fucking Arm. Und bitte, 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 ich hab euch alle lieb, ne? Aber bitte schreibt jetzt keiner in die Kommentare, ey, es ist doch eine Beta. Das Spiel wird genau so released. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Sind es die 80 Euro wert? Nie im Leben. Solltet ihr es jetzt kaufen? Nie im Leben.
Außer ihr seid wie ich und lasst euch wie jedes Jahr wieder cashen. Nicht mit der Hoffnung, dass sich was ändert, sondern weil ihr das Gunplay geil findet. Ich find's nämlich wirklich wieder richtig, richtig gut. Auch wenn die Time to Kill manchmal so ihr eigenes Ding macht, habe ich das Gefühl. Und manche Kills einfach länger brauchen, obwohl du genauso aimst wie vorher. Mir macht das Gunplay Spaß. Ich hatte immer Spaß daran. Ich mag es, Waffen zu leveln. Ich mag das Kill-Feedback. Ich mag das, wenn jemand umfällt und du siehst das. Und das fühlt sich alles richtig gut an. Es ist so typisch COD. Das ist für mich auch... Es gibt keinen Vergleich von einem anderen Spiel, was daran kommt. Und daran halte ich auch immer fest. Ich mag es auch, Camouflages zu jagen, so Richtung Goldtarnung etc. Weil es einfach eine schöne Herausforderung ist, wenn es denn nicht so unglaublich anstrengend wäre mit diesem ganzen Schwitzer-Lobbys. Hatte ich gestern Spaß mit den Jungs? Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Gab es Rage-Momente? Ja, wie bei jedem COD. Es gehört dazu. Und das beflügelt auch irgendwie. Man lacht dann darüber und wie scheiße das so eigentlich alles ist. Und man es trotzdem spielt und. Also es ist, wie immer, dasselbe Produkt, anders verpackt, aber resultiert wirklich in dasselbe Szenario immer und immer wieder. Und ich würde es immer und immer wieder kaufen. Ja. Was auch ganz cool ist, du kannst mittlerweile, das ist auch für COD relativ untypisch, auch mit der richtigen Munition kannst du durch Mauern schießen etc., die jetzt nicht aus Metall sind oder sowas, oder durch Holz und du kannst Türen aufschießen und so weiter. Das war für mich jetzt mal ein bisschen was Erfrischendes und auch was sehr Positives. Das Belohnungsprogramm, halt dieses Aufploppen auf dem Bildschirm, dass du das und das geschafft hast, keine Ahnung, ein Headshot oder sonstiges, das ist... Ja, gleich geblieben, hat aber wirklich für mich immer noch eine kleine Motivation dahinter und soweit ich das jetzt verstanden habe, war in der Beta jetzt noch nicht, ist auch das alte Prestige-Ding wieder da, dass du ab Level 55 dann quasi resettest und neu startest. Kann mich aber irren, gerne in die Kommentare, falls ich das gerade tue. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, zum Abschluss nochmal für mich ganz klar, würde ich mir das Spiel kaufen, wenn ich noch kein COD jemals angepackt hätte? Nein. Würde ich es mir kaufen, so wie ich es gemacht habe? Nochmal? Also würde ich es nochmal kaufen? Ja, weil mir, wie gesagt, die Faktoren, die positiv sind, auch wenn es viel weniger sind als die negativen, trotzdem überwiegen für mich und mir macht es trotzdem irgendwo Spaß. Geht eine Kaufempfehlung raus? Nein, auch nicht. Es ist halt, naja, die haben ein Monument, COD hat ein Monument und die werden auch nicht so schnell vom Thron gekickt, deswegen wird auch jeder blind da reinkaufen. Für mich ist das Movement viel zu schnell eigentlich, da muss ich mich richtig dran gewöhnen und da muss man halt schauen, wie man damit umgeht. Dann kommen wir jetzt mal zum Ende hier. Wie ihr merkt, die negativen Punkte überwiegen definitiv. Aber ich werde es auch weiter zocken, weil es mir dennoch Spaß macht. Das muss ich einfach zugeben. Eine Kaufempfehlung geht von meiner Seite aus auf gar keinen Fall raus. Da bin ich ganz, ganz ehrlich zu euch. Aber als COD-Fan, und das bin ich leider nun mal, werde ich mir genau wie den nächsten Teil alles kaufen, alles testen und auch meinen, ja, ich würde sagen, meine 200 bis 300 Stunden dort verbringen. Passt auf euch auf, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Folgt mir gerne auf Instagram, Twitch etc. Dankeschön und einen wunderschönen Tag noch.